Ich habe heute auf der Minecraft-YouTuber-Insel eine neue Nachricht vom bösen Puppenspieler bekommen, der hinter all dem steckt. Wer das ist und mit welchem alten Kumpel ich mich zuerst heute hier getroffen habe, seht ihr jetzt. Lasst ein Like da, shop.chaoswitzig.com, gönn ich noch eine Woche im Shop die saftigen Silvester-Designs, aber jetzt ab in die Folge. Hey Leute, es ist wieder mal Chaoswitzig und willkommen zurück zu der Minecraft-YouTuber-Insel, YouTuber-Island mit meiner neuen Base. Ich habe letzte Folge mein Haus endlich hier fertiggestellt. Zumindest im Groben, ja. Vielleicht kommt hier noch ein bisschen Einrichtung rein. Ich habe hier die Wand zugemacht, weil ich finde, das sah hässlich aus, wenn man gegen die... Ja, okay, das sieht hässlich aus, wenn man von Candy seiner Seite runterguckt. Gambo? Guten Morgen! Ey, Gambo, hi! Ey, dich habe ich ja ewig nicht mehr gesehen hier. Jo, warum hast du denn eine grüne Rüstung an? Was ja, jetzt los? Für Team Melone. Oh. Guck mal hier, Gambo, sehr ehrlich, der Kreis in der Mitte, wenn das nicht aussieht wie eine Melone, weiß ich auch nicht. Der Kreis in der Mitte? Ja, der ja. Kreis. Ach so, bei deiner Rüstung. Ja, das ja, ist ja, das ja, Team Melone-Logo. Das ist wild, das ist wild. Und meine Schultern sind breit. Ja, ja, ich weiß, ihr seid ja, die Prank-Piraten sind ja grün. Und ja. Ich bin Bizeps-Brüder, wir sind gelb. Aber grün bin halt ich, das ist halt so meine Identität. So, deswegen ja, okay, mischgemischt. Okay. Hast du hier wieder eine Melone? Ja, yeah, guck mal, was hier. Was ist jetzt los? Schnitzelweg 44C. Ich habe endlich mein Haus hier fertiggestellt. Und Gambo? Ja. Ja. Ich brauche von dir eine Bewertung. Ich habe schon einige Bewertungen gesammelt. Ja. Hast du Full Inventory? Ich habe Full Inventory. Okay, guck mal hier. Elina, 9 von 10. Ja. Finske, 8,5 von 10. Und hör mal, das ist neu. Die Rückseite ist nicht so schön, 7 von 10. Oh. Ah, ich glaube, das ist von Candy. Das ist von Candy, oder? Okay, hey, die Rückseite ist schön. Guck dir das an. Ja, schauen wir mal. Okay. Ich stehe da jetzt aber auch sehr, sehr. Aber ehrlich, Gambo, modern, Melone, hier vorne, schau mal, mit den Zuckerstangen. Die Tiefe ist auf jeden Fall da. Ja, ja. Wasserfall, okay. Zuckerrohr sehe ich auch. Das Wasser, ja, fühle ich. Guck mal, hier. Dir und die Neonschilder. Was steht denn mit 4 Sternen. 85. Ey, 4 Sterne für Chaosflow 44. Jetzt komm mal rein hier. Okay. Kennst du das noch als Freunde? Oh, dein Aufzug, ja. Yeah. Aber der geht nur in eine Richtung. Das ja, muss der MLG. Das gibt schon mal einen halben Punkt. Hey, doch hier. Okay, okay. Und guck mal, ich hätte aber dafür den halben Punkt. Guck mal, ich habe dafür so Pixel-Melonen drauf gemacht. Ich habe mein Bestes gegeben. Ja, ich sehe es, okay. Das gibt dann nochmal einen halben yeah. Punkt dazu. Aber guck mal, Gambo, hier an der Wand eine Melone. Siehst du's? Ja. Und generell? Die Wand? Team-Melone. Yeah, und die ja. Wand ist hohl. Hey, nee, das ist zum. Da gehst du ins Pool. Jo, achso, du hast hier ein Pool. Ach, okay. Das Infinity ist Pool. Das ist wild. Okay, und jetzt guck mal hier oben, wie das hier über rauskragt. Wie das krass ausschaut. Ja. Modern. Ja. Okay, jetzt kannst du einmal hochgehen. Der Boden aus Melonen. Hey, Junge, was? Boom. Ich guck mir kurz erstmal die Verglasung von oben an. Ach so, ob die auch gut verglast wurde vom Verglaser. Ob das alles TÜV geprüft ist, habe ich kurz okay, gecheckt. Okay. Okay, jetzt geht's weiter hoch. Voll im TÜV. Okay, guck mal, Boden, Melonenstücke, sehr geil. Ja. Hier offen. Hier fehlt aber die Einrichtung. Nein, ne? Ja, ich hab's auch gerade erst gebaut, okay? Und okay. Offene Fenster, damit man mit der Elytra einfach raus kann. Oder rein. Hast du schon eine Elytra? Ich hab 5. Was? Ich hab sogar eine mit Unbreaking. Ich kann dir eine verkaufen, wenn du willst. Ja, genau. Ich würde dir gerne eine abkaufen, bitte. Mit einem Freundschaftspreis. Ein Dreizack. Ich hab keinen Dreizack. Doch, ich hab gerade einen gesehen. Nein, ich hab wirklich keinen. Ja, dann gibt's keine Leiter. Ich hab 3 Stück hier noch auf Lager. 3 Stück? Okay, warte. Ne, akzeptierst du Dias? Oder aber nee, Dias bringen mir nichts. Guck mal, was ich hier hab. Schau ich aus, ob Dias mir irgendwas bringt. Ey, nicht mit Dings! Ein Plus gemacht. Junge. Ich hab Goldäpfel. Ah! Ein OP-Gap nehme ich. 30 Goldäpfel. Nö. 40 Goldäpfel. Junge, guck mal, was ich hier habe. Ich habe meine PvP-Chest. Ich habe alles, was man braucht. Ich habe so viele Gaps. Das ist krass. Ich brauche nur... Ein Stack TNT. 3. Ja, damit kommen wir schon ins Gespräch. Okay, warte, machen wir so. 50... TNT. Weil ich habe einen, du hast gar nicht mitbekommen, gell? Ich habe eine geheime Base gebaut hier, die Packrooms.
Ja, und die wurden geplündert, die wurden überfallen. Und da hat jemand geschrieben, Gambo, ich wollte dich befragen, ob du das dazu weißt. Ich weiß nichts. Ich wusste nicht mal von den Backrooms. Okay, Gambo, auf dem Schild, da ist mir wurden Schilder aufgestellt und da hat derjenige geschrieben, Moin Bro, und am Ende stand Kuss, Kuss, Gambo. Nein, das war ich nicht. Aber es war niemand, jeder, der ich befragt, nee, das war ich nicht. Ich kenne niemanden auf dem Server. Hast du Ben schon gefragt? Junge, Ben, dem ist nicht mal aufgefallen, dass ich wie ein Stack Soulsand geklaut habe. Junge, der ist nicht mal online. Wow, okay. Ein Soulsand, glaube ich, war es. Das ist der hier für unten. Ein Stack war übertrieben. Okay. Aber, Gambo... Ich weiß nichts, aber falls ich was höre... Wer denkst du... Ja, nee, guck mal, okay, Gambo. Und diejenige Person hat gesagt, bring mir 100 Dias zu einer Koordinate, sonst spreng ich alles weg in meiner geheimen Base. Und guck mal, was hier oben... Ich bringe hier auf den neuesten Stand. Hier oben... Ja. Hier musste ich dir es hinbringen. Und weißt du, was ich gemacht habe? Ich habe dann eine Trap Chest gemacht. Mit ein paar Minicards mit DNT. Und die Falle wurde ausgelöst. Und derjenige ist entweder gestorben oder zumindest ein Totem verloren. Eines von beiden. Es geht nicht anders. Ich habe es getestet. Und Gambo. Ja. Das heißt, es muss jemand sein, der noch spielt. Weil ich dachte mir, vielleicht war es dieser eine Typ, der nicht mehr aktiv ist. Aber nein, es ist jemand, der noch aktiv ist, weil die Falle wurde ausgelöst. Ja. Und Finski hat so ein... Mein Verdacht ist entweder, es war Finski, Ente oder... Ne, eigentlich einer von denen. Oder Alphastern, aber der spielt ja, glaube ich, auch nicht mehr. Dann wahrscheinlich Ente. Ente ist auch so ein Problemmensch. Aber da hat mir Sue gesagt, Ente wird niemals schreiben, du hast 14 Tage Zeit, mit dir zu bringen. Das ist zu lang. Oder? Dann muss Finski sein. Finski kann wahrscheinlich nicht zählen. Weil ich dachte letzte Folge nämlich, dass ich den Pumpenspieler endlich getroffen habe. Nämlich Finski. Weil er hat so komisch angedeutet. Und er hat, ich habe auch einen Fight gehabt letzte Folge gegen den. Wer hat gewonnen? Naja, niemand, weil er die ganze Zeit wie eine Maus wegfliegt mit einer Leiter. Aber ich habe ihm schon gut Crits gegeben. Ja, okay. Und ich habe jetzt Hausverbot. jedenfalls... Ein Verdacht ist... Ja, aber ich glaube nicht, dass Finski so klug ist, Schilder mit Kuss zu schreiben, nur um es jemand anderem in die Schuhe zu schieben. Ja, aber Leute, guck mal, ich habe einen Kommentar gesehen, wo Finski angeblich ihren Zuschauer geantwortet hat mit Kuss. Also es könnte schon stimmen. Aber Finski schreibt niemals zu mir, Moin Bro. Moin Bro. Kuss. Ja. Kann ich dir nicht sagen, da bin ich raus. Also wir müssen den Puppenspiel auf die Schliche kommen. Ich hab demnächst ein Meeting mit den Bizeps-Brüdern. Aber Gamma, ich brauche jetzt von dir erstmal eine Bewertung. Meine Bewertung. Please. Ich brauche eine gute Bewertung, please. Also sagen wir mal so, Florian. Schließ dich den Prank-Piraten an, Gambo. Und bedenke, Candy hat mir nur so ein kleines Grundstück gegeben. Ich kann es nicht größer bauen. Und ich durfte auch nicht höher bauen. Ich sag dir und ehrlich, ich bin arm auf dem Server. Boah, weiß ich nicht. Und ich hab Freunde und Familie, Gambo, also. Was? Das stimmt überhaupt nicht. Wait, wollen wir zuerst unseren Deal machen, so auf guter Geschäftsbasis? Na, okay. Stack Dias und... Warte mal, und... Stack und Dias? Nee, Stack TNT haben wir gesagt. TNT meine ich, ja. Aber, Gambo, kannst du mir jemanden... Kannst du mir einen Dreizack besorgen für einen günstigen Preis? Ja, ich... So als Aufgabe. Du musst mir jetzt einen Dreizack holen, und dann den traden wir dann separat. Aber du musst ihn mir traden. Ich kann dir aber nicht versprechen, dass ich da rankomme. Ich habe meinen Kontaktmann nämlich länger nicht gesprochen. Ich muss ja, Gambo, das ist deine Sache, okay? Dann gebe ich es dir für den Stack Dias, weil ich habe eigentlich schon eine TNT-Quelle, also ich brauche es eigentlich nicht. Aber ich mach's, weil du es bist. Wenn du mir einen Dreizack besorgen kannst, den ich dir separat bezahle. Ja, okay, dann machen wir es so. Alles klar. So, zack. Okay, warte, Gambo. Ich hab eine Leiter, die voll ist und eine, die leicht angekratzt ist. Ich geb dir die volle, aber nur, wenn du mir safe einen Dreizack besorgst. Für was? Für was ist der Preis? 30 Dias? Warte, dann machen wir das so. Du kriegst jetzt von mir 30 TNT und 20 Dias. Nee, ich brauche echt keine Dias. Brauchst du gar nicht? Okay. Nee, die will ich wenn dann dir geben. Dann machen wir das andersrum. Dann kriegst du von mir 50 TNT und wenn ich... Was? Das Stack war ausgemacht. Ich muss auch gucken, ne? Ich muss ja auch irgendwie... Okay, 50 kommen. TNT und der Dreizack. Den besorgst du mir. Boah, Bruder, das ist aber ganz schön teuer. Ich geb dir zwei Leitras.
Nee, zwei brauche ich nicht. Wir machen das so, Flo, guck. Ich gebe dir 50 TNT und du gibst dir jetzt die Elytra. Und ich besorg dir einen... Aber was, wenn du dann zu viel verlangst? Wir müssen schon auf fairer Basis bleiben. Ja, ich sag dir. Ich call's dir jetzt. Dann... Etwas, was ich hab, was ich mir leisten kann. Ich kann dir nicht irgendwas geben, was ich nicht hab. Oh gut, dann besorg ich dir einen Dreizack und du... wie heißt das? Ich hab 51 Dias, hab ich. Okay, dann gibst du mir 50 Dias. Für den Dreizack? Ja. Warte, wie viel hat der normal gekostet bei Amir? 80? Okay. Ja, 80 oder 85 habe ich bezahlt. Leute, schreibt in die Kommentare, ob das stimmt. Wenn das gelogen ist, Gambo, dann... Ja, ich würde doch nicht lügen. Okay, passt, alles klar. Wir vom Boden, ne? Auf Handschlag. Okay. Drops hier drauf. Weil ich drops hier. True drops am Boden. So. Hier, bitte. Okay, und der Dreizack auf Handschlag. Handschlag? Hey, das war der Axtschlag! Oh, sorry. Okay, auf Axtschlag. Auf Axtschlag. Okay, alles klar, super, super. Und jetzt zur Bewertung. So, das gibt... Achso, warte, ich hab mein Schild drinne vergessen. Einen Moment. Ja. So, zack, hier. Das gibt... Hier, ja, okay, ich hab ja... Alles schreib's hier auf die Seite, schreib's hier. Okay, warte. Nochmal abbauen den Spaß. Okay, let's go. Zack. Hey, warum ganz am Rand? Egal, ich schreib's ganz am Rand. Okay, warte, ich guck's euch an. Sag's, wenn du fertig geschrieben hast. Ich bin fertig. Okay, okay. Gambo, ich hoffe für dich. Nein, warte. Ich muss deinen Namen noch dazu schreiben. Okay. Gambo. Dafür stehst du mit deinem Namen. Bewertung. So, zack. Zack, zack, zack. Okay, und das kann ich anschauen? Ja. Das war natürlich ein Prank. Oh, Gabo, das hoffe ich doch wohl, dass es ein Prank war. 10 von 3, wenn überhaupt. Gabo. Ich sehe da. So. Oh! 9,3 von 10. Okay, das kann sich weglassen. Dafür kriegst du eine Rakete. Okay, alles klar, Gabo. Wait, ich habe noch mitbekommen, es gibt angeblich hier noch eine Mädchenstadt. Warte mal, erstmal, was mit dem Haus passiert. Ja, ey, apropos Mädchenstadt. Ich wurde von den Mädels hops genommen. Guck dir an, was die mit meinem Haus gemacht haben. Guck's dir an. Ich dachte, das ist dein neuer Style, Gabo. Nein, das ist nicht mein neuer Style. Das ist alles pink. Easy, Flauschi und Elina haben mich hops genommen. Ja, vor allem Easy wohnt doch unten. Ah ja, Gambo, eine Sache, okay? Du darfst nicht böse auf mich sein, okay? Okay. Egal, was ich jetzt sage, okay? Ich habe mir deine Netherite-Truffle ausgeliehen. Aber nur ausgeliehen. Ich kann das alles nicht mehr. Nein. Ich dachte, ich wollte ja von Easy ausleihen, aber dann war das dein Haus und dann hat Easy das umgemacht und ich dachte, das bist du, aber dann war es Easy. Okay, es ist ein bisschen kompliziert. Okay, aber Gambo, komm mal her hier. Hat Easy schon ein Haus gebaut? Nee. Easy nimmt wieder den ganzen Server an. Da standen letztens nur so Stützpfeiler, genau, und die... Hier sind wir noch... Nee, Junge, das wird Tag zu Tag... wird das weniger geschrieben. Weniger, richtig. Okay, aber lass mal rüber in die Mädchenstadt. Ich hab die noch gar nicht gesehen. Weil, Leute, es gibt hier auf dem Server eine Stadt, da sind Jungs nicht erlaubt. Nur Mädchen. Deswegen zeigt mir Gambo die jetzt. Nur Mädels. Ah, Leute, guck dir das an hier. Die haben sogar eine Polizeistation. Ja, ey, da kann ich ja auch was... Die haben eine eigene Kirche. Ich wurde letztens verhaftet, Flo. Was? Mädchen, ja, ja. Okay, guck mal, das kann nur ein Mädchen gebaut haben. Hier ist Moos und hier ist einfach Holz als Bodenblock, Junge. Auf das wird kein Gambo oder Weldi kommen. Ey! Ja, aber sind wir mal. Ja, aber guck mal, würdest du auf sowas kommen? Nee, natürlich nicht. Ja, guck mal, hier ein Double Herz. Double Herz? Junge, das heißt auf jeden Fall, dass hier ein Double Like da ist. Das ist wirklich crazy. Junge, was betet man hier überhaupt an? Die heilige Barbie? Alter, war schon richtig krass aus. Beichtstuhl! Beichtstuhl, Gambo! Gambo, ich hab was zu beichten. Okay. Gambo, ich muss beichten. Hoffe, nimm mir das nicht übel, okay? Ja. Das hab ich doch niemand auf dem ganzen Server erzählt. Erzähl mal. Ich glaube, das sollte ich auch keinem erzählen, aber Herr Pfarrer, Ihnen kann ich das sagen, oder? Ja. Aber... ich hab... Herr Pfarrer, ich hab mir noch nicht das Silvester Design bestellt. Von shop.chaos40.com. Dann solltest du das ganz schnell tun. Ich habe gesündigt. Leute, shop.chaos40.com kommt nur noch zwei Wochen, ein bis zwei Wochen nach, immer weg, nur bis 31.01. Schlag zu, dann könnt ihr sagen, ihr wart da. Aber okay, lass mal hoch hier. Guck mal, es geht noch weiter.
Ah ja, stimmt, und das habe ich bewertet. Ich bin einmal ganz kurz hier vorbeigeflogen und habe das hier bewertet mit 9,04. Hier in dieser Polizeistation ja. War ich eingesperrt, ey. Hör, hier ist ein Wohnhaus oder was das hier ist? So ein Hotel oder was? Keine Ahnung. Echt? Gibt's hier ein Hotel? Warte mal. Ich weiß es nicht. Das ist einfach so ein Wohnhaus. Ich bin ja bei der Police Station. Ja, da bin ich auch. Hier wurde ich hops genommen. Candy hat mich aber wie kannst du hier, wie kannst du dich vom Mädchen einsperren lassen hier? Wie klappt ja, das? Candy haben die so gute Ausrüstung? Schau es dir an. Guck mal. Oder? Jetzt bist du gefangen. Spaß, komm. Warte. Wetten, ich kann ausbrechen? Ja, mach mal. Zweiter Pillow, wo ist es aber? Cool. Nein, die haben es gefixt in 1.20. Oh. Ey, du hast das Ding kaputt gemacht. Niemand sagt das irgendwie. Schnell raus hier, bevor Flauschi kommt. Ja, ich glaube, Flauschi hat das alles gebaut hier. Ja, Flauschi kann echt cool, ja, ja. Mann, das sieht richtig cool aus. Oh, ey, der sieht auch richtig cool aus. Ob ich bei der Mädchenstadt-Officer werde. Ob du da einziehst. Ob ich hier einziehen darf. Ich habe ja eh kein Haus mehr. Easy hat mein Haus geklaut. Yo, guck mal, das ist wieder so eine richtige Mädchendeko. Guck mal, so Pflanzen hier als Tischding. Auf das wäre ich nie gekommen. Wir haben es echt... Bei mir deine Handel drauf im Tisch. Päh. Alter, wie krass. Junge, hier ist einfach ein Sitzmöbel, die 14 Jahre Bettwäsche. Also, die Mädchen haben schon Geschmack, muss man ehrlich sagen. Ja. Bauschi wohnt einfach auf 3 Stöcken, das ist so krank. Ja, ist halt echt krass. Vor allem, in wie kurzer Zeit die das alles gebaut hat. Junge, in der Zeit, wo die das gebaut hat, habe ich ein ganzes Projekt da hinter mir. Aber, oh, die geht schon wieder weiter. Die haben auch einen Stall. Junge, die haben eine krasse Schlucht. Echt? Ja, ja. Puh! Der Stall sieht aber auch wild aus. Junge, die haben so Urnen. Ich wusste gar nicht, dass die in Minecraft gibt. Ja, mein Haus wurde mal damit zugebaut. Okay. Komplett bis zum Rand. Komm, wo irgendwann mache ich dich in der Urne und dann... Ey! Dann belebe ich dich wieder. Ja, Ehre. Ehre. Alles klar. Also, Gambo, wann ziehen wir in die Mädchenstadt? Nee, warte! Gambo! Ja. Okay, das darf ich dir nicht sagen. Doch. Bist du doch Freunde? Ich mache eine Konkurrenzstadt, aber ich glaube, du hast da nicht so viel verloren. Oh, okay. Ich mache jetzt eine Männerstadt! Ey, warum hab ich denn... Eine Bizepsstadt! Ich bin auch ein Mann. Ja, ich wollte gerade sagen, ich dachte mir erst so Gym, so eine Pumperstadt, und da dachte ich aber... Aber Gambo, du bist trotzdem willkommen! Danke. Dann lass mal ein Like da und schreib mir in die Kommentare, ob ich wirklich eine Bizeps-Stadt machen soll, Junge. Das wäre übelst, übelst krass. Aber jetzt, Leute, Meeting mit den Bizeps-Brüdern. Wir müssen heute ganz wichtige Besprechungen machen mit Sue und mit Kian, den Bizeps-Brüdern. Weil, Leute, ich glaube, ich habe eine wichtige Information. Nein. Nein! Die Zeit ist rum, Brudi. Zu spät. Deine Base wird gesprengt. Leute! Warte, steht noch was? Leute, wie ist der? Ja, okay. Es gibt nichts, was ich machen kann, Leute. Er weiß, wo meine Base ist. Was soll ich da machen? Letzte Chance. Töte Sue! 7 Tage, Couscous. Junge, das ist dreckige Couscous, Leute. Ich kann das bald nicht mehr lesen. Okay, Leute. Deine Base wird gesprengt. Okay, heißt das, ich habe noch eine letzte Chance? Weil die 100 Dias, Leute, ich habe da einfach eine Falle hingebaut jetzt. Ich glaube, derjenige wollte Dias abholen und hat die Falle ausgelöst. Und dann hat er gecheckt. Ja, ich glaube, ich habe Feuer mit Feuer bekämpft. Die Zeit ist rum, Brudi. Von wer schreibt denn Brudi? Leute, kann ich nicht einen Tag in Ruhe haben? Ich wollte gerade hier runtergehen und ich mir einen krassen Plan sagen. Leute, ich habe mir überlegt mit Sue und Kian, die Bitches-Brüdern. Weil Leute, ich habe mitbekommen, Sue hat auch irgendwie Probleme. Ich wollte eigentlich gerade einen Plan, weil alle schreiben mir, Flo, hilf Sue. Ich wollte mir einen Plan überlegen, wie ich Sue, und ich wollte mir was überlegen, wie ich oben bei den Koordinaten... wie ich dort quasi denjenigen überfallen kann. Zusammen mit Kian und Sue. Das war eigentlich mein Plan. Dass wir dort oben... Aber leider... Ich glaube, ich habe vergessen. Die 14 Tage sind vorbei.
Ich bin sprachlos. Letzte Chance, töte Sium. 7 Tage. Junge, 7 Tage, das ist sau wenig! Okay, warte. Aber ich kann Sium nicht töten, Junge. Sium, der darf nicht mal Items haben. Das darf er nicht lesen. Okay, Leute, wir screenshotten uns das. Boom. Und wir machen dann das hier weg. Und wir machen mit Sium ein Meeting hier unten. Und ich sage ihm erstmal gar nichts davon. Ich muss mir selber erstmal was überlegen, wie ich das mache. Junge, ich habe nicht mal irgendwie einen Block für die Decke jetzt hier. Jetzt muss ich irgendwo einen Randblock oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Habe ich hier noch? Ne, ich habe nicht mal Randblöcke. Jetzt muss ich irgendwo einen komischen Block auftreiben, Junge. Ich hasse das jetzt schon. So, boom, jetzt muss ich hier einen Block irgendwie ersetzen. Den muss ich später wieder hinmachen. Oh mein Gott, Leute. Kann dieser Puppenspieler es mal gut sein lassen, Leute? Ich habe das Bild, ich habe es mir gescreenshottet. 7 Tage Zeit, ich muss Sue töten, okay? Wahrscheinlich will der Sue seinen Kopf. Ich glaube, das Motiv ist... Oh, und der Admin war gerade online. Aber ich glaube, der Admin ist es nicht, Leute. Der Admin wird sowas nicht machen. Es ist, ich glaube, meine Verdächtigen sind Ente oder Finski. Das sind eigentlich die einzigen, die es sein können. Ein paar haben gesagt, iCrimex schreibt oft Couscous, aber ich glaube, der ist nicht oft genug online. Und der hätte auch kein Motiv gegen mich. Ne, es gibt eigentlich sonst gar keinen. Ich wüsste nicht, wer es ist, Leute. Ihr könnt in die Kommentare schreiben, ob ihr wisst, wer es ist. Stuart, Probleme mit dem Admin. Ich wollte euch mit dem jetzt hier, ja, ein Meeting machen. Leute, man hat echt keine Stunde in der Ruhe. Lasst ein Like da für mehr YouTuberinseln, shop.causality.com. Und Leute, schreibt mal, was ich jetzt machen soll. Leute, weil der kann mir ja unendlich weiter drohen. Bis zum nächsten Mal und ciao, Leute.